Wie lange streame ich schon? Jetzt schon 8 Stunden. Das müssen wir aktualisieren. Der lallt doch, oder nicht? Aber das ist schwer zu sagen, weil ich auch sonst nicht so die deutliche Aussprache habe. Aussprache habe. Fast gar nicht. Ich habe immer Probleme, dich zu verstehen, musst du mal nachfragen. Ja. Die Rippe tut ein bisschen weh. Mann. So. Wann fangen die 30 Minuten mit nicht lachen rein? Jetzt am besten. Ich fühle mich gerade so traurig. Komm, blasen. Digga, das Gerät ist aber komisch. Ach, 0,33. Oh. Dann nehmen wir das. Liegt schon Alkohol in der Luft hier. Mund mit Wasser ausspülen. Oh, der Akku hält aber länger jetzt, ne? Ich muss die Akkus eigentlich weiterladen, weil sonst ist hier nachher zappenduster. Aber die waren noch so vollgeklebt. Ich dachte, du putzt die zwischendurch, aber irgendwie machst du hier gar nichts. Oh, jetzt können wir ihn ausfragen. Wie sehr liebst du Kashi wirklich oder nutzt du ihn nur für die Klicks aus? Ja. Oh, Digga. Aber schon kleine Schwindelanfälle. Nee, ich liebe Kashi wirklich. Na, das habe ich auch in den 5 Jahren getan, wo wir keinen Kontakt mehr hatten. Habe ich immer weiter geliebt. Und als wir uns wieder gesehen haben, dachte ich, ah, war es das wert? Aber dann habe ich mich wieder neu verliebt und unsere Herzen waren direkt wieder am Pochen. Ne? Und jetzt blasen wir das wieder auf und stecken die Füße rein mit bisschen Wasser. Nein, wenn Kevin was will, will er das. Da helfen logische Argumente nichts. Nein, ihr denkt, da ist was nicht ganz normal. Er möchte wirklich, wirklich den Pool. Es ist ein Pool mit ein bisschen Wasser drin. Was soll da jetzt schief gehen, mal ganz ehrlich. Ich bin da jetzt hier nicht komplett irgendwie... So, also ich kann die Füße da reinhalten und es passiert nichts. Okay, wir können es ja so machen. Wir stellen hier den Pool hin, aber nur für 2 Stunden. Oder 2 Stunden wird wieder abgeschöpft, ja, wieder weg damit. Da passiert dann ja auch in 2 Stunden nichts. In 2 Stunden passiert nichts. Nein. Wenn ich ihn jetzt hinstelle, passiert in 2 Stunden nichts. Ja, okay. Machen wir das so. Ja, ja. Gut, also für 2 Stunden stellen wir den jetzt auf. Stimmt, er passt ja auf, so wie am Anfang. Ja, das war ein Unfall. Wenn du jetzt Übergabe machst, dann sehen die Leute das auch, dass er jetzt auf der 4 ist. So. Ja. Kann ich den Marker hier... Ach, das sind nur so kleine Ringe. Schon aufgeblasen. Hallo Netti, es läuft echt richtig, richtig gut. Ja. Ja. Nein, noch ist alles gut. Also wir hatten eben einen Alkoholtest gemacht. Der zeigte an 0,39 Promille. Das ist allerdings ein billiges Scheißteil. Wir wissen nicht, inwiefern das wirklich hundertprozentig ist. Okay, was schätzt doch mal ein, wie viele Eimer wir brauchen, bis das bis zur Markierung ungefähr kommt. Ich sage... Ich sag, bis zur Markierung... Mhm. Ich sag 5. Nee, 4. 4. 4 Eimer. Niemals. Ich sag 10, mindestens. Okay. Mindestens 10. So, Eimer 1. Naja, gut. Ich sag 10, du sagst 5? 4. Also ich habe zuerst 5 gesagt und dann habe ich korrigiert auf 4. Jetzt muss man es eigentlich stramm ziehen, ne? Eigentlich soll er ja keine Falten. Keine Ahnung. Wenn Alge leer, dann Shizu kaputt. Ich glaube, Shizu ist schon vorher kaputt. Oh mein Gott.
geht auch wieder das Stream Deck. Kann ich sogar auch wieder. Kamera 1 ist Hauptcam, Kamera 2 ist die, Kamera 3 ist die und Kamera 5 ist Backcam. Kamera 4 geht nicht. Aha. Okay. Ich glaube, Schizo hat gerade eine Katze getötet. Hast du gesagt, 4 einmal, dann ja, ja. Ja, ich, also das wird im Leben nichts. Ich würde das aber jetzt so lassen, ne? Ich würde es wirklich so lassen. Ach, so ist ja sehr, sehr wenig. Sehr, sehr. Tu doch erstmal deine Füße rein, das langt doch, Digga. Ja. Erreicht noch nicht mal ganz den Fuß. Momobo, war kurz weg. Wie schmeckt dir Alge? Alge schmeckt gut mit dem Limongeschmack. Hat aber ein bisschen mehr. Hat aber ein bisschen mehr Prozent und das merkst du auch. Und das finde ich nicht ganz so gut, Michelle. Oh Gott. Oh, warum bin ich überhaupt hier? Warum tue ich mir die Scheiße an? Warum kann ich nicht masturbierend einfach zu Hause rumhängen? Guck mal, der erste Ring ist doch jetzt bedeckt. Das reicht doch jetzt. Okay. Ein Eimer noch, aber dann ist auch Schluss. Ja, ja, das kenne ich. Das sagen alle Alkis. Jetzt ist der erste Ring auch wirklich erreicht. Ja. Gut. Was ist die nächste Stufe eigentlich? Hoch. Hoch war eigentlich ganz am Anfang. Fast, ja. War am Anfang mit dem Tisch, aber das hatte nichts mit Alkohol zu tun. Also okay. Es kommt, wenn das ganze Wasser dann hier liegt. Okay. Ne? Also der nächste Schritt ist, und wir nichts haben, um das irgendwie aufzufäulen oder sowas. Ja. Doch, ja. Ich habe da ein Handtuch. Ja. Dann kann ja nichts passieren. Das alles gut. Schön. So, ich habe jetzt eine Badehose an. Ja. Das passt alles besser dann. Willst du dich wieder auf den blauen setzen? Und du nicht mehr trinken. Besser mit dem. Ja, hey! Nein, ja. Aber wir wollen ja ein gewisses Ziel erreichen. Ja, ich habe zum ja. Chat auch schon gesagt. Kannst du da nochmal anfangen? Ich habe zum Chat schon gesagt. Also, es kommt ganz schnell die aggressive Art gleich. Wenn du fertig bist. Alle jetzt eine 1 in den Chat, wenn ihr sagt, der kotzt safe noch heute, dann eine 1 in den Chat. Wenn ihr sagt, nö, ich glaube, das kriegt er so alles hin, dann eine 2. Wer glaubt an mich und wer nicht? Jetzt in den Chat. So, 1, ich kotze, 1, ich kotze, 1, ich kotze, 1, ich kotze. Ja, das ist natürlich... Boah. Wir glauben an dich, also glauben, dass du noch kotzt. Der Geruch wird langsam, also die Buddel leer zu kriegen wird schwierig, weil ja, ja. Das ist schon wieder was vom Geschmack her, was mich ekelt. Soll ich den Bacardi holen? Dann geht das aber richtig schnell. Ja? Ja? Geil! Ja, nicht alles, nicht alles. Mach langsam. Ich hab da extra ein bisschen mehr gegeben, weil du nicht mehr hin. Steck das mal so in den Bottich. Achso, Nö, ich dachte das Glas eigentlich. Ja, wenn das warm wird, dann wird's richtig eklig. Das muss schon kalt sein. So. Und da passiert jetzt gar nichts. War auch keine Fehlentscheidung, den Pool hier reinzumachen. Oh, Digga, das ist echt schön. Mit dem ganzen Dreck vom Fußboden. Guck mal, wie schön das schwimmt. Nein, das ist echt schön. Ja, ist echt schön. Nee, weil es lauwarm ist auch. Nein. Ich habe echt das Gefühl, ich werde wieder klar im Kopf, ne? Das nervt mich ein bisschen. Trink schnell. Ja. Ich habe echt das Gefühl, ich werde wieder klar im Kopf. Das nervt mich ein bisschen. Ja, weil wir ja auch was erreichen wollen hier ja, heute. Ja, wir wollen was erreichen. Wir haben Bildungsauftrag, wir wollen ein Experiment machen, ein Selbstexperiment. Wie schätze ich mich selber ein? Also wie schätze ich mich zwischendurch ein? Warte. Und was passiert? Die Kamera könnte man noch theoretisch ein bisschen neigen, ne? Vielleicht sitzen jetzt. Das gehört dazu. Erhöhe das Unfallrisiko. Ja. Neige die Cam, erhöhe das Unfallrisiko. Das heißt, du müsstest jetzt aufstehen, dahin gehen die Cam neigen und. Und das soll und dann das der Brüller sein. Richtig. Ja. X-Rand. Wie heißt er? X-Rand. Mein Suff ist klüger als ich selbst. X-Rand, das mache ich gleich. Die Zungenbrecher. Ich rufe die auf und dann geht das aber ab, du. Da warte mal ab. Warte mal, ganz kurz. Ja. Einschätzung von mir selber, ich krieg das super hin.
Das glaube ich wirklich. Ich glaube, so weit bin ich noch im Kopf klar, dass ich Sachen ablesen kann. Ja. Ich habe zwei Zungenbrecher von alleine gesagt. Und das war, die Katze tritt die Treppe krumm, die Treppe tritt die Katze krumm. Super. Und Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Das ist auch gut. Das ist relativ das cool, ist muss man wirklich sagen jetzt. Nur relativ, das ist sogar sehr gut. Ja, eben. So. Besser als ich nüchtern. Also, die Bürsten mit dem schwarzen Borsten bürsten besser als die Bürsten mit den weißen Borsten. Okay. Frauen, die mit dem Hacken klacken, kann man auch beim Kacken hacken. Es geht noch, war ein kleiner Haspel drin, aber es ging. Als wir noch in der Wiege lagen, gab es noch keine Liegewagen. Jetzt kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen. So, also das ist ja wohl immer, da ist ja, gibt da nächste Glas her. Da ist ja noch gar nichts los bei mir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die sind richtig bequem. Die Sessel sind auch richtig bequem. Knossi, mein Freund! Heute trinke ich zum ersten Mal Alge und das hat den Grund, dass ich überhaupt erst das erste Mal Alkohol konsumiere. Ich probiere gerade Alge und ich muss sagen, vom Limonengeschmack her, von der Erfrischung her, top. Ja, der Alkoholgeschmack, den man rausschmeckt, für mich ein bisschen schwierig, aber ich meister mich dran. Die Hälfte habe ich schon geschafft. Knossi! Vielen Dank, es ist ganz, ganz lecker. Dann erstmal. Ja, aber das zeigt. Ich weiß es nicht. So. Und wie kann ich da jetzt jemanden kommentieren? Da oben gehe ich rauf. Oh, 0,071. Digga, dann nimm doch mal den Nupsi zurück. Was war denn da ein Verfussel dran? Also nicht abbeißen, ne? Sondern einfach nur. Aber es sind auch keine 10 Minuten wieder um vom Pusten. Vom Trinken! Mach ja nichts, ist egal. Ach. Digga, das Ding macht mich noch betrunken, habe ich das Gefühl. Ich wackel hier in einer Tour, ne? Oder? Guck, das meine ich! Ja, ein bisschen Spritzer Wasser, das macht nichts. Ja, du hast die Schuhe auch nicht ausgezogen. Warum auch? Ja, hast du mal gefragt, ob du die Schuhe anbehalten darfst? Nein. Und dann hätte ich auch gesagt, zieh die Schuhe aus, mein Teppich wird dreckig. Warte. Ich hab gar keinen Teppich. 0,39, ja. Und jetzt haben wir 0,203. Alge. Oh, Baby, es ist Knossi. Ich mach dir noch ein Algefeld. Ich find's schade, dass ich den Chat nicht so sehen kann. So, Prost! Nein, alles gut. Alles stabil.